Hey, ich wünsche auch willkommen zurück zu Banishers. Ghosts of New Eden. Genau, wir müssen jetzt einen Weg durch den Wald suchen, nach Lebenszeichen suchen. Und wir sind wieder vereint mit unseren Geliebten, allerdings nur als Geist. Wir können aber hin und her wechseln. Ziemlich cooles Spielprinzip. Ansonsten erinnert mich stark an die Gothic und Risen-Reihe. In einer etwas abgeschwächter Form bisher. Hat aber auch ein paar Story-Elemente mehr mit Zwischenszenen und so. Finde ich ganz cool. So, okay. Kann man da rein? Was ist jetzt hier? Nichts Besonderes. Ah. Was ist denn da Schönes? Was lag da? Leder. Okay. Da können wir demnächst... Da brauchen wir aber so einen Rastplatz. Können wir das Amulett, was wir gefunden haben, wieder aufrüsten. Oh, da hinten steht wieder einer. Hier gibt's auch noch was zu mitnehmen. Dieser Schemen hat es auf die Leiche abgesehen. Oha. Ich versuche ihn zu... Oh, fuck. Ah. Schemen können versuchen, von Leichen Besitz zu ergreifen. Du kannst eine Besessenheit unterbrechen, indem du den Schemen angreifst, bevor er die Leiche erreicht. Okay. Scheiß Promenadenmischung. Ah, sind die scheiß Kühe. Achtung! Ein Schemen ergreift. Noch einer. Wie kann ich den angreifen? Ja, das bringt doch wohl nichts. Mach Platz, Fifi. Die ganze Region wimmelt es nur so vor Schemen. Nicht nur in New Eden Town. Was ist hier passiert, dass der Schleier so dünn ist? Krieg? Invasion? Die Besiedlung von Land, in dem besonders viele Geister ihr Unwesen treiben? Tja. Ist es denn so? Sind hier besonders viele Geister? Das klang schon wieder nach einer Kuh, oder? Jagdausrüstung. Vielleicht gibt es eine Jagdhütte in der Nähe. Oh, da bist du aber ganz schön schnell raufgekommen. Daran müssen wir uns wohl erst gewöhnen. Alle beide. Wie komme ich denn da hoch? Hier die Seite, ne? Okay. Oha. Ja, zumindest eine Kiste gibt's hier. Was haben wir denn da Gutes? Riesenkerbe, 8er Stück Leder. Es ist quasi wie Gold, dieses 8 Real-Stück. 8 Real. 8. Ich kann es nicht richtig lesen. 8 Real. Da ist auch wieder eine Leiche. Hat sie Leder dabei. Gut. Aber auch kein blaues Licht hier. Werden die Leute merken, dass ich heimgesucht werde? Kann sein, wenn sie Talent oder eine Ausbildung haben. Und was, wenn dich jemand sieht? Eher nicht. Hätten sie Talent oder eine Ausbildung, bräuchten sie uns Verbanner nicht. Hoffen wir mal. Ach so, also nur ich kann Antea sehen. Gut zu wissen. So, ich glaube, hier könnte man auch noch mal hoch. Da, ja. Pflanzis. Und da rechts war auch noch was. Was wohl mit den Trappern in der Gegend hier passiert ist? Im Wald wimmelt es vor Schemen.
Hoffentlich sind sie weg. Hier gibt's ja einiges. Leder und... Mal sehen, was es hier gibt. Ah, eine Leiche wieder. Spektralstaub und noch mehr Gold. Den Lebenden die Schuld geben. Traue niemals einem Verbanner, denn schon sein Name ist eine Lüge. Verbanner sind nicht die nützlichen Helfer, die versuchen, die Rechtschaffenden vor dem Teufel zu schützen. Nein, sie verbannen die bösen Geister nicht in die Hölle, sondern bedienen sich der heimtückischsten und schädlichsten Magie. Wer hat je einen Blick auf die Hände und Unterarme geworfen, die von der Verderbnis ihrer schwarzen Kunst zerfressen sind? Wer hat je die abscheulichen Symbole gesehen, die sie in die Ringe geritzt haben, die sie immer tragen? Die Verbanner unterscheiden sich nicht von anderen Zauberern, Hexen und Teufelsanbetern. Und sie lügen den Gerechten ins Gesicht. Sie verbannen nicht das Böse, sie unterwerfen und zähmen die unsterbliche Seele, ob befleckt oder rein, tot oder lebendig. Die Wahrheit des Herrn wird durch ihre geschmückten Worte entstellt. Essenz, sagen sie, und Überreste, Spektralspuren, Erlösung und Abschluss. Lügen, Lügen, Lügen. Und was hat es mit der Schuldzuweisung auf sich? Damit bezeichnen sie den Diebstahl der Seelen der Rechtschaffenden, bevor sie sie für eine ihrer vielen sündigen Tätigkeiten versklaven. Traue also niemals einem Verbanner. Du könntest bei jedem Handel mit ihnen der Nächste sein, dem sie seine ewige Seele stehlen, weil sie beschließen, dir aus irgendeinem Grund die Schuld zu geben. Aus der Feind hat einen Namen von Viergott Waterbury. Waterbury. Was gibt's da? Ach, da können wir lang. Ah. Okay. Sind wir jetzt wieder in dem Bereich vom Anfang? Das könnte ich mal eben auf der Karte checken. Hey, wir sind ziemlich im Norden von dieser Insel. Also hier sind wir her, hier durch. Höhle im Wasserfall, das ist der Unterschlupf. Da können wir definitiv aufrüsten. Und hier geht's weiter. Aber ich bin, glaube ich, schon diesen Weg... Nee, ich kann diesen Weg nicht lang gegangen sein. Wir sind ja ganz woanders. Ganz woanders. Diese Hexen, die du erwähnt hast, müssen doch etwas über den Albtraum wissen. Ja, können wir ihnen trauen? Hexen lassen sich nur aus gutem Grund mit Menschen ein. Den müssen deine also gehabt haben. Hm. Die Geräusche hier. Ah, eine Brücke. Ist es? Ich glaube, ich sehe einen Übergang. Da drüben. Anzeichen von Zivilisation? Hab ich ein Glück. Wahnsinn. Wieso? Hier gibt's doch überall Fackeln. Überall stehen hier Fackeln. Natürlich gibt es dann auch Zivilisation. Quatsch. Nett hier. Abgesehen von den Wölfen und Schemen. Habt ihr keine Wölfe und Schemen bei euch in den Highlands? Ja, aber unsere sind so brav, dass sie mir gestatten, zwischen den Kämpfen kurz Luft zu holen. Oh, was ist das? Blockierter Weg. Du verfügst nicht über die erforderliche Manifestation, um diesen Weg jetzt beschreiten zu können. Solche Hindernisse werden auf deiner Karte und Kompass markiert, damit du problemlos zu einem späteren Zeitpunkt, ich denke mal, wiederkehren kannst. Diese Schemen, die auf Pflanzensaft aus sind, mochte ich noch nie. Hm. Komm ich jetzt da durch? Okay, noch kann ich es nicht, komme ich jetzt nicht dadurch. Aber Antea kann es anscheinend, kann anscheinend damit arbeiten. Okay. Und ist es markiert auf der Karte? Wenn wir eben gucken. Schlingefeu, Hindernis, du verhängst nicht über die erforderliche Manifestation. Das Ende der Erde. Okay, das ist die Brücke. Kommen wir darüber? Sieht ziemlich kaputt aus. Oh.
Schlechte Nachrichten. Die Brücke ist kaputt. Dann finden wir einen anderen Weg nach New Eden. Seltsam. Ich sehe Flecken, aber nicht die üblichen. Brücke Kurm zu Antio. Sie folgen einem Muster. Siehst du das nicht? Es zieht mich an. Okay, da unten ist wieder so ein Licht. Ins Tal hinabsteigen. Hier drüben. Okay. Hier kannst du runterklettern. Aber war hier nicht auch noch was? Hier ist auch noch was. Oder hier. Meine Knöchel sind zwar robust, aber bei der Höhe, das wird nichts. Na gut. Also doch nur ein Weg. Und immer wieder rauf und runter. Diese Flecken. Ich hätte sie greifen können, wäre ich stärker gewesen. Es ist schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Der Hunger ist zurück und wächst schnell. Jetzt schon? Also gut, lass uns was finden, das dich stärkt. Das Ende der Erde. Aufgabe abgeschlossen. Die Jäger aushungern. Essenz für ein Teer suchen. Ah ja. Wie kommen wir denn da lang? Zur Hölle mit dir! Jetzt sind sie aufgebracht. Scheiße, wir laden mir schon. Ein Fertigkeitspunkt. Level 4. Wie komme ich denn da? Ich bräuchte was zum Schießen. Ach ja, wir kriegen ja ein Gewehr. Wir haben ja noch einen Slot für ein Gewehr frei. Dann können wir sowas bestimmt befreien. Was steht denn da hinten? Ach so, das ist der Weg. Alles klar. Da muss man auch nicht balancieren oder so, man geht einfach nur drüber. Man aktiviert einfach nur eine tolle Animation. Kommen wir da runter? Da drin befindet sich jemand. Jemand Beflecktes. Okay. Da können wir noch durch. Ja, vielleicht später. Machen wir das erstmal. Oha. Ben, du bist zurück. Nope. Oh, Verzeihung. Ihr seid jemand anderes. Seid ihr hungrig, mein Freund? Der Eintopf ist zwar recht wässrig, aber dennoch teile ich ihn gern mit euch. Nett von dir, Junge. Aber nein, danke. Shh.
Schon eine Weile her, dass ich ein menschliches Gesicht gesehen habe. Kommt ihr aus dem Lager? Seid ihr ein Jäger? Sowas in der Art. Red McWraith. Ich bin ein Verbanner. Wie in den Geschichten? Jacob Lind, ein Trapper. Und ja, das ist ein richtiger Beruf. Wer ist Ben? Was macht ihr hier? Ihr seht erschöpft aus. Du bist erschöpft. Das überrascht nicht, wenn man bedenkt, wie verdorben diese Wälder sind. Schläfst du gut? Ich schlafe nicht gerne. Ich sehe Dinge. Leuchtende Augen zwischen den Blättern. Was bedeutet verdorben? Von Geistern durchsetzt. Heimgesucht. Erzähl mir von deinen Albträumen. Es ist ein Albtraum. Und immer derselbe. Ben hat ihn auch. Kannst du ihn beschreiben? Nein. Nein. Es ist ein Albtraum. Nichts weiter. Was macht ihr hier? Was treibst du hier? War es nirgendwo sicherer für dich? Ein Trapper ist, glaube ich, ein Felljäger, oder? Die Wälder sind gut zu denen, die sie kennen. Wir jagen hier. Wenn wir Felle und Fleisch haben, handeln wir damit in New Eden. Aber das Wild wird weniger. Wir können nicht handeln. Also warten wir. Wenn sogar die Wölfe hungern, dann ist klar, dass ein harter Winter bevorsteht. Wir haben nicht Winter. Wie lange seid ihr schon hier? Winter? Wir haben Juni. Wirklich? Ich könnte schwören, es wäre... Tut mir leid. Wenn ich allein bin, verliere ich das Zeitgefühl. Und dein Freund? Oh, ihr habt Ben getroffen, ja? Er war hier, genau. Gerade eben. Ja? Ist das so? Wer ist denn Ben? Wer ist Ben? Auch ein Fallensteller? Ja, der Beste von allen. Hat mir alles beigebracht. Er ist gerade nicht da, aber er ist bald zurück. Wo ist er hin? Die Brücke ist eingestürzt. Da kommt man nicht mehr rüber. Das stimmt. Im Schatten lauern böse Dinge. Sie wittern Fleisch. Das Wild ist knapp. Sehr knapp. Und Ben ist weg. Aber er wird das Wild finden. Ich weiß es. Wie habt ihr Ben kennengelernt? Was verbirgt sich im Schatten? Oh, machen wir das mal. Wo hast du Ben kennengelernt? Wir haben uns gefunden. Brüder im Geiste, sagte er. Er ist gut zu mir gewesen. Zu gut. Warum? Er ist dir wichtig. Ja. Und ich bin ihm wichtig. Was verbirgt sich im Schatten? Was verbirgt sich in den Schatten? Ist das das, was dich hier hält? Das und der Nebel. Wenn man nicht sieht, kann man auch nicht jagen. Ben schießt besser als ich. Und auch in den Wäldern kennt er sich besser aus. Ich würde ihn nur aufhalten. Nur aufhalten. Er hat den Mut verloren. Oder ein Geist hat ihn dessen beraubt. Okay, leb wohl. Ruh dich etwas aus, Jacob. Du hast es nötig. Wenn ihr Ben seht, sagt ihm, dass ich an ihn denke. Ein großer Junge. Selbst wenn er liegt. Man kann ihn nicht übersehen. Armer Junge. Er ist in Spektralspuren eingehüllt. Du hast deine erste Spukermittlung begonnen, musst den Geist untersuchen, den Jacob Lind heimsucht. Benutze den Benachrichtigungs-Shortcut oder öffne das Menü für die Spuk. Ja. Okay. Genau. Erziele Fortschritte bei den Ermittlungen. Gut, wir müssen hier wieder ermitteln. Da die Brücke nach New Eden nicht passierbar ist, wandert die Verbanner durch die Wälder. Achso, ja, bla bla, okay. Okay, mal sehen. Da können wir nicht durch, weil wir einen Schlüssel brauchen. Wir können hier einiges durchsuchen und es sind immer Hinweise, die uns weiterführen. Genesis 9. Dann segnete Gott Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehret euch und bevölkert die Erde. Furcht und Schrecken vor euch soll sich auf alle Tiere der Erde legen, auf alle Vögel des
Himmels, auf alles, was sich der Erde regt und alle Fische des Meeres, euch sind sie übergeben. Oh, zwischen mehr. Wenn du Rechtsklick machst, bist du wieder komplett raus. Jetzt mal Karte, Chroniken. Nein, Inventar suche ich doch. Ausrüstung, Gegenstände. Wo ist denn die fucking Bibel, die ich gerade aufgehoben habe? Sammelobjekte? Ach nee, man kann es einfach nochmal lesen. Aha, räumst dich im Inventar. Alles Lebendige, das sich regt, soll euch zur Nahrung dienen. Alles übergebe ich euch wie die grünen Pflanzen. Nur Fleisch, in dem noch Blut ist, dürft ihr nicht essen. Wenn aber euer Blut vergossen wird, fordere ich Rechenschaft, und zwar für das Blut eines jeden von euch. Von jedem Tier fordere ich Rechenschaft, von jedem Menschen. Für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem seiner Brüder. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch die Menschen vergossen, denn als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht. Okay, dann fangen wir mal hier an mit der Untersuchung. Ein Seil. Sind das Bens Sachen? Das meiste davon. Das Seil nicht. Ihr könnt es haben, wenn ihr wollt. Sehr freundlich. Danke. Dieses robuste Seil wird hauptsächlich dazu verwendet, sich von gefährlichen Klippen abzuseilen. Ach, guck mal, dann weiß ich schon, wo wir hin müssen. Dein Fleisch ist verdorben, mein Freund. Das Essen ist knapp. Wir müssen uns einschränken. Er ist nicht wählerisch. Zu sehen daran, dass sein Fleisch krabbelt. Ekelhaft. Eine Kiste, die man nicht öffnen kann. Schläfst du hier, Jacob? Ben schläft hier. Ich schlafe nicht. Was auch immer den Jungen heimsucht, bringt Maden hervor. Wir sollten mit diesem Ben reden. Mal sehen. Also, der Geist versucht die Hütte von Jacob... verseucht die Hütte von Jacob Lind mit Maden. Spukermittlung. T-Folgen. Zack. Genau. Oh, da liegt noch was. Ein Gewehr. Ah, ein Ben, Gewehr. Bist du ohne Waffe losgezogen? Wir sind Trapper, keine Jäger. Wir hatten die Waffe zur Sicherheit, aber sie wurde nass. Die funktioniert nicht mehr. Ach, schade. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay. Ich denke mal, mit dem Seil kommen wir jetzt auf der anderen Seite der Schlucht runter. Könnte ich mir vorstellen. Wir können aber auch da hinten noch durch. Da geht's auch noch her. Er ist so verwirrt, dass er sicher kaum weiß, welches Jahr wir haben. Was stieß ihm zu? Vielleicht wurde er verlassen. Vielleicht war er schon immer allein. Vielleicht war er immer allein. Vielleicht ist dieser Ben nur erfunden. Ja, das denke ich nämlich auch irgendwie. Also, guck mal, was es hier so gibt. Weil da liegt auf jeden Fall so ein Viech rum. Aber kein Geist. Toter Wolf. Da kommen wir auch wieder hoch. Unterher. Nebelschleier. Nach einem gewaltsamen Tod von einem Geist gewoben. Verbannerregel Nummer 8. Verlauf dich nicht im Nebelschleier, sonst holen dich die Schemengeier. Klug. Aber ich sehe keinen anderen Weg. Entweder hat sich Ben im Nebel verirrt, oder er ist die Quelle davon. Alter, da gibt's ja auch noch eine Höhle. Hier gibt's ja einiges. Ah, warte. Ist ja alles voller Geheimnisse hier. Ah, Magic. Können wir die Flammen eigentlich nicht anmachen? Sieht nicht so aus. Kriegen wir das auf? Spektral. Aha. Weg mit dir. Nimm das. Hexenstein, 172. Ich gehe nochmal da hinten gucken. Da war nämlich noch was Verborgenes. Hier links.
Du bleibst schön liegen. Hier, genau hier. Irgendwas war hier noch. Leder wahrscheinlich nur. Naja. Kommen wir denn zurück? Müssen wir zurück und sich abseilen auf der anderen Seite? Aber scheinbar müssen wir ja hier lang. Sehe ich das auf der Karte? Hier sind... Wo sind wir denn überhaupt? Hier. Vielleicht kannst du von hier runterspringen. Muss ich denn da runter? Ich liebe Sprünge ins Ungewisse. Ach, deswegen so, sind hier diese... Sieht man ja die Hand vor Augen nicht. Pfosten, weil Keine wir Sorge. Jetzt mit dem Seil machen Auch deine können. Anderen Sinne werden leiden. Dieser Nebelschleier ist dicker als ein schottischer Dragoner. Und stinkt fast genauso schlimm. Oh, was? Warte. Das ist besser. Und ein bisschen furchteinflößend. Ah, so sehen wir was, ne? Ich könnte dir den Weg zeigen. Nur so ein Gedanke. Was gibt's denn hier schon wieder? Eine Höhle. Da kommen wir aber nicht rein. Warum nicht? Ja, es ist ja echt dunkel, ey. Jetzt habe ich das Seil dafür verschwendet. Okay, da geht's auch noch hoch. Nee, nicht wirklich. Wir müssen den unteren Weg nehmen. Mit ihr, sonst kommen wir hier nicht durch den Nebel. Nur als Geist kommen wir durch den Nebel. Da kommen wir noch nicht hin. Da ist noch eine Brücke. Da kommen wir auch nicht hoch. Ist das unfair? Da kommen wir nicht her, aber siehst hier... Siehst du das? Hopsa. Anscheinend entweicht der Nebel aus diesem seltsamen Aussehen. Warte mal. Ich glaube, ich kann uns von dem Nebelschleier befreien. Wie? Tja, ich bin zum Teil aus demselben Stoff gemacht. Na, mal schauen. Wo ist der scheiß Geist? Ich glaube, wir haben einen Nerv getroffen. Tut mir leid, ich hatte keine Ahnung, dass es dazu kommen würde. Wir haben es geschafft. Finden wir raus, was es verursacht hat. Du meinst, wer gestorben ist? Okay. Ah, jetzt kommen wir hier auch überall hin. Verstehe. Dann kommen wir da sicherlich auch wieder hoch, als Abkürzung. Ist aber nicht so wichtig. Und hier kommen wir nicht hin. Und hier kommen wir rein. Hoch. Okay, gucken wir mal da zuerst. Den Ursprung des Nebels untersuchen, das haben wir doch eigentlich gemacht. Ah, wir sind auf der anderen Seite der Brücke. Okay, das war nur hier für das... Ah, nee. Da ist auch noch was. Nur für ein bisschen Loot hier. Super. Diese ganze Kletteraktion für sowas. Aber trotzdem, ich liebe es. Wahrscheinlich müssen wir da hinten in die Höhle. Nee, warte, das. Wir müssen in die Richtung. Aber wir gucken jetzt erstmal, ob wir in die Höhlen reinkommen. Ja, das sieht gut aus.
Warum nicht? Etwas ist in der Nähe. Wo ist es? Ah, hier. Ein Schatz, ein Schatz. Spektralstraub und 8 Realstück. Da kommen wir aber nicht raus. Ach, es ist nur eine Höhle. Es ist nur ein Secret gewesen wieder. Sehr schön. Nehme ich ja gerne mit. So, jetzt begeben wir uns mal in Richtung Ziel hier. Hier? Oh, hier war ich doch schon, oder nicht? Ach, hier. Das müssen wir untersuchen. Spuren eines Kampfes. Ein Echo hängt an ihm. Oh, wir müssen wieder ein Ritual machen. Ein Echo. Das heißt, wir enthüllen das Echo. Durch Zeit und Raum kann ich nun sehen. Mal sehen, was passiert ist. Ich kann nicht. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Auf die Beine, Lind. Wir geben nicht auf. Ich hab genug. Es gibt keinen Weg nach oben und auch keinen nach unten. Seit Tagen essen wir nichts als gekochtes Schuhleder. Mir reicht's. Wir geben nicht auf! Lass mich in Ruhe! Gott verdammt, ich habe es satt, dich zu tragen! Was machst du da? Tu mir nicht weh! Ich hasse dich. Ich hasse dich! Nein! Er ist nur umgebracht. Ben ist im Herbst gestorben. Und jetzt ist sein madiger Geist zurück, um den Freund heimzusuchen, der ihn gestoßen hat. Hat Jacob also gelogen? Oder ist er wahnsinnig? Jacob also gelogen, um den Mord zu vertuschen? Er wäre nicht der Erste. Wir müssen die Leiche finden. Hoffentlich sind uns die Wölfe nicht zuvor gekommen. Wir müssen irgendwie da runter. Ach, jetzt können wir da hinten her. Das, was vorher nicht erlaubt war. Das Spiel duldet keine Fehler und kein Vorausschauen. Oder rumgucken. Eins nach dem anderen immer. So, aber spannend. Der muss ja hier unten sich. Etwas versteckt sich. Dann schauen wir mal. Aber hier ist es nicht. Etwas ist in der Nähe. Wo ist es? Hier. Die Leiche. Er hat sich noch weggeschleppt. Oder? Ja, anscheinend müssen wir erstmal den Fluss entlang. Ist sonst noch irgendwas hier? Da ist noch was. Ach, da ist er ja. Eklige Scheiße. Er hat's nicht geschafft. Verdammte Scheiße. Der Bursche wurde in Stücke gerissen. Warte mal. Er wurde mit dem Messer aufgeschlitzt. Für sein Fleisch. Ah! Immer noch keine Kette. Vielleicht in Jacobs Hütte? Das ist das Fleisch. Jacob Lynn schnitt Stücke aus Benedicts Leichnam. Jacob Lynns Freund Benedict Staunton bringt ihm etwas zu essen. Durch wochenlange Albträume.
Verwirrt stieß Jacob Benedict eine Klippe herunter. Das ist sein Geist. Aber wir müssen noch mehr über ihn herausfinden. Der Geist verseucht die Hütte von Jacob Lind mit Maden. Jacob hat Fleisch gegessen. Jacob hat Ben gegessen. Aber verzweifelte Hunde verspürt er wirklich dermaßen großen Hunger. Arme, verzweifelte, hungernde Jungs. Manchmal muss man unaussprechliche Dinge tun, um zu überleben. Dann mal zurück zur Hütte. Ich denke, dass wir da weiterschauen müssen. Wie kommen wir zurück zur Hütte? Hier, ne? Oh, Pilz. Wie konnte ich den nur übersehen? Da ist die Brücke. Und da kommen wir wieder am Seil hoch. Ich frage... Oh! Junge! Ich hab hier was für dich. Er erschreckt mich doch nicht so. Was finde da? Was ist das jetzt? Können wir das Seil wieder mitnehmen, wenn wir oben sind? Wow, kräftiger Bursche, du. Ich könnte das nicht. Nee. Einmal benutzt, kriegt man es nicht mehr raus. Okay, er kämpft. Ah, doch. Oh. Es wird ernst. Ich kann dir helfen. Den Schemen von der Leiche fern. Ich versuch's ja. Gefällt dir das? Haben wir alles? Mann, 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 Mann. Lass uns nach der Fessel suchen, solange Jacob draußen ist. Okay. Machen wir das mal. Sprechen wir später mit ihm. Es ist bestimmt was in der Kiste. Aber es ist noch zu. Armer Bursche. Kein Wunder, dass er bei dem Essen vom Fleisch fällt. Anthea, hör auf. Das ist mit Abstand dein schlimmster Karlauer. Gefällt mir gut. Ah, hier. Ein Esstopf samt Löffel aufs Holz, beides handgeschnitzt, die von Jacob Lind benutzt wurden. Diese Fessel ist durchtränkt von Geisteressenz. Sobald die Bindung des Geistes an den Lebensbereich durch den Abschluss einer Spukermittlung durchtrennt wurde, nähert sich Anthea automatisch einer Essenz, um sich zu stärken. Ich glaube, ich habe unsere Kette gefunden. Wie konnte ich die nur übersehen? Bei dieser Menge an Spektralspuren ist es ein Wunder, dass wir sie überhaupt fanden. Komm, lass uns mit Ben reden. Naja, also haben wir jetzt das Rätsel quasi gelöst, aber hier können wir ein Ritual durchführen. Ah, wir können den Geist wiederholen. Wir reden aber erstmal mit Ben. Mit dem Geist... Ach so, mit dem Geist sprechen. Okay, Manifestierung. Erzwungene Manifestierung... Machen wir das. Das mit der Geißel habe ich noch nicht verstanden. Aber reden wir erstmal mit dem Geist. Sprich die Worte der Macht, durch die sich der Geist manifestieren muss.
Ihr klar. Seid nicht Jacob. Wer seid ihr? Mein Name ist Red McWraith. Ein Schotte. Und ihr? Antea Duarte. Wir sind Verbanner. Wir können euch helfen. Mir kann keiner mehr helfen. Wo ist Jacob? Was fesselt euch an diesen Ort? Ihr wollt schon öfter hier fort. Wie lange seid ihr schon hier im Wald? Wie lange seid du und Jacob schon hier draußen in den Wäldern? Einige Winter nun schon. Aber dieser hier, der endet nicht. Kein Ausweg, kein Weg hinein. Wir waren allein. Kein Tier weit und breit. Ich weiß nicht, wann sich alles änderte. Wir steckten fest in diesen gottverlassenen Wäldern. Ihr wollt schon öfters hier fort. Ihr habt viele Male versucht, diesen Ort zu verlassen. Ja, versucht und versagt. Woche um Woche. Vielleicht Monat um Monat. Wir drehten uns nur noch im Kreis. Die Wälder sind tückisch, wisst ihr? Trügerisch. Hinterhältig. Wir gingen im Kreis. Immer im Kreis. Ewig im Kreis. Jacob sagte, ihr hattet beide Albträume. Denselben Albtraum. Ja, und doch schliefen wir kaum. Wirklichkeit und Illusion wurden eins. Schatten flackerten in unseren Augenwinkeln. Was fesselt euch an diesen Ort? Jetzt wird's spannend. Wir wissen, was dir widerfahren ist, Benedikt. Was hält dich hier fest? Er ist es. Er wartet und wartet und wartet auf mich. Er will nicht sühnen, was er tat. Und ich kann nicht entkommen. Aber ich werde ihn nicht hassen. Wie könnte ich das? Er scheint verloren. Er wirkt wie ein guter Lügner. Er scheint eher verloren. Wir dachten, er sei ein hoffnungsloser Fall, dass er seinen Verstand verloren hätte. Wer verlöre nicht den Verstand, der wochenlang an einem Ort festsitzt, seines Lebens, seines Glückes beraubt? Obwohl ich es leugnete, sah ich es voraus. Ich wurde misstrauisch. Etwas in mir erkannte seine Gedanken. Denn ich dachte dasselbe. Was wollt ihr von Jacob? Was willst du von Jacob? Willst du dich rächen? Ich suche keine Rache. Er ist ich und ich bin er. Warum konfrontiere... Was braucht er? Warum konfrontieren wir ihn nicht? Was braucht er? Was braucht er, damit er loslassen kann? Er muss sich stellen und seine Taten akzeptieren. Für uns beide. Nachts las er die Bibel. Gott nähme uns ans Herz, wenn wir gut und ehrlich wären. Das brachte er mir bei. Wir waren gut, wir lebten ein ehrliches Leben. Wir mieden die Menschen. Wir kümmerten uns nur um uns selbst. Also sagt mir, Verbanner, womit haben wir das verdient? Das war nicht euer Tun. Mein Beileid. Das war nicht Gottes Werk. Hier ist ein anderes mächtiges Wesen im Spiel. New Eden ist verflucht. Dann ließ Gott uns im Stich. Und wir sind dem Untergang geweiht. Ich danke dir, Benedikt. Vielleicht reden wir nochmal miteinander. Vielleicht werden wir das, Verbanner. Vielleicht werden wir das. Tipp erhalten. Der Geist will die Wahrheit, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Der Geist ist auf Jacobs Äpfel und Löffel fixiert. Der Geist versucht die Hütte von Jacob blind mit verseucht die. Jacob muss gestehen. Die Wahrheit wird ihn zerstören. Er wird es sich nicht eingestehen. Er ist gut darin, Dinge zu verdrängen. Er hat Ben sicher sehr geliebt. Tja, mal sehen. Vielleicht kriegen wir es ja doch aus ihm raus. Grüß dich, Jacob. Grüß dich. Mr. McWraith? Warum seid ihr nicht fortgegangen? Ihr hattet also eure Mühen, du und Ben. Warum seid ihr nicht gegangen? Weggehen? Nein, wir konnten nicht gehen. Das hier ist unser Zuhause. Hier stellen wir Fallen auf, essen,
gerben Felle zu Leder. Unser Leben findet hier statt. Wir können nicht weg. Habt ihr es nicht am Fluss versucht? Irgendwann musste sich doch der Nebel lichten. Wenn ihr bleibt, verhungert ihr. Wir haben genug. Dank Ben. Tja, ihr wolltet gehen, ihr hattet Streit. Aber du wolltest gehen, oder? Du hast alles zusammengepackt und hast dich auf den Weg gemacht. Erinnerst du dich nicht, dass du die Klippen erreicht hast? Ein schöner Ausblick dort von den Klippen. Das Wild kommt zum Wasser, zum Trinken. Man kann es schießen, wenn man ein guter Schütze ist. Hat er den Verstand verloren oder bindet er uns einen Bären auf? Schwer zu sagen. Benedikt ist etwas zugestoßen. Es tut mir leid, Jacob. Wir müssen reden. Etwas ist mit Benedikt passiert. Was? Wo ist er? Was ist passiert? Komm schon, Jacob. Sagt es mir, falls Ben etwas zugestoßen ist. Wo ist er? Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat es verdrängt oder er weiß es nicht. Ihr müsst euch erinnern. Benedikt hat Schmerzen. Um seinetwillen musst du dich erinnern. Erinnere dich daran, was du getan hast. Aber ich... Nein. Ich würde nie... Ich könnte ihm nicht wehtun. Ich liebe ihn. Jacob, sieh mich an. Du kannst dich unbesorgt erinnern. Sag es mir. Was ist auf dieser Klippe passiert? Ich war müde. So müde. Der Hunger hat Löcher in mich gefressen. Meine Kehle brannte wie Feuer. Ich konnte an nichts anderes mehr denken. Wir sind stark. Wir geben nicht auf. Aber ich wollte es. Ich wollte, dass das alles aufhört. Ihr habt euren Freund aufgegeben. Also habt ihr gemacht, dass es aufhört. Und doch hast du Benedikt aufgegeben und dann bist du auf ihn losgegangen. Ich habe Benedikt im Stich gelassen. Ihn enttäuscht. Aber ich war so wütend. So wütend. Er hat mich immer wieder gedrängt. Wir stritten uns. Ich konnte nicht mehr denken. Als ich ihn sah, wie er da lag, auf dem Boden, leblos, da sagten die Stimmen. Entweder er oder ich. Er oder ich. Ich wäre gestorben. Ich hätte sterben sollen. Nichts anderes habe ich für meine Sünden verdient. Ich habe Gott enttäuscht und meinen Freund. Ich bin ein Monster. Ich verdiene keine Gnade. Nein, du bist nur ein Sünder, der um Hilfe bettelt. Da ist er ja. Wir beide standen vor der einfachen, aber schrecklichen Wahl. Töten oder sterben. Du führtest den ersten Streich. Und nun stehen wir hier. Kannst du mir verzeihen? Unser Schicksal liegt nun in anderen Händen. Ja. Verbanner, verrichte deine Arbeit. Wenn du zurückkommen sollst, wenn wir das Ritual anwenden wollen, von dem wir sprachen, dann ist das der Moment, an dem alles beginnt. Red. Wenn wir diesen Schritt gehen. Jacob ist bereit zu sterben. Die anderen werden es nicht sein. Wir werden Lügen erzählen. Wir werden die Essenz der Lebenden ernten. Ich nehme die Schuld auf mich. Wir stehen vor einer einfachen, aber schrecklichen Wahl. Töten wir, um wieder zusammen zu sein. Oder trennen sich unsere Wege auf ewig?
Wir müssen uns jetzt entscheiden. Abschluss. Du stehst kurz vor dem Abschluss einer Spukermittlung. Als Verbanner musst du eine Entscheidung treffen. Die heimgesuchte Person beschuldigen, den Geist aufsteigen lassen oder den Geist verbannen. Jede Entscheidung hat Konsequenzen, vor allem was die Beziehung zwischen Red und Antea anbelangt. Wenn sich Red dazu entschließt, Antea wiederzubeleben, muss er den Großteil der lebendigen Siedler beschuldigen. Ja, Schuld hat er ja schon. Du wirst den Siedler mit dem Ral der schuldigen Opfern. Diese Entscheidung wird dazu beitragen, dass Antea wiederbelebt werden kann. Denn ein Ritual der Wiederbelebung ist dann erfolgreich, wenn der Großteil der Siedler geopfert wurde. Aufsteigen. Du wirst den Geist mit einem Erlösungsritual sanft aufsteigen lassen und so von dieser Welt erlösen. Diese Entscheidung wird dazu beitragen, dass Antea aufsteigen kann. Oder verbannen. Du wirst den Geist mit einem Verbannungsritual gewaltsam in die Vergessenheit verbannen. Diese Entscheidung wird dazu beitragen, dass Antea aufsteigen kann. Ich versuche sie zu retten, auch wenn es wahrscheinlich der schlechteste Weg ist, aber ich versuche sie wiederzubeleben. Man muss anscheinend nicht alle retten. Also nicht alle ermorden. Man kann auch welche retten. Aber in diesem Fall hat er ja sogar darum gebeten, er akzeptiert es quasi, die Schuld zuzuweisen. Ich nehme das jetzt. Jacob Lind. Du glaubst, du verdienst keine Gnade. Aber dein Leiden muss ein Ende haben. Du hast deinen Freund ermordet. Den Mann, den du deinen Bruder nanntest. Du hast dich an ihm genährt. Bei seinem Tod war deine Hand im Spiel. Das hast du verleugnet und seinen Geist an dieses Reich gebunden. Sühnen kannst du dieses Unrecht niemals. Doch die Wahrheit und dein Tod werden sein Leid lindern. Kompromisse kann es hier nicht geben. Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder zu finden sein? Benedikt, mein Freund, vergib mir. Böse, böse. Ich habe das Leben eines Mannes genommen, den ich liebte, und aß sein Fleisch. Ich verdiene all dies. Ermittlung abschließen. Es ist vollbracht. Du darfst dich an seiner Essenz nähren. Ich glaube, ich brauche einen Moment. Du kannst dich drinnen ausruhen. Jacobs in Jacobs Hütte rasten. Level 5. Und ein Fertigungspunkt. Tja, können wir jetzt diese Kiste aufmachen? Keine Maden mehr. Ben ist weg. Auf immer und ewig. Juhu, Geld. Okay. Ah, jetzt können wir das Feuer entzünden. Und wir können wieder aufrüsten. Das heißt, wir haben einen weiteren Rastplatz. In Jacobs Hütte rasten. Oh, was können wir jetzt tun? Genau, wir können jetzt aufsteigen. Phantomsatz. Ah ja. Antea kann ätherische Portale durchqueren, die sie als Abkürzung durch das Totenreich ins Leben fungieren. Im Kampf kann Antea auf Gegner zustürmen, dabei eine geringe Menge an Schaden verursachen. Die Phantomsatzmanifestation wurde nach dem Verzehr Essenz, die Benedikts Fessel durchdringte, freigeschaltet. Okay. Etwa so 30% mehr Schaden. An Gegner mit voller Gesundheit. Nice. Nach dem vierten schweren Angriff wird ein Schlagangriff ausgeführt. Die Widerstände ignoriert. Kombo-Angriff.
Okay, okay. Und was können wir dann noch machen? Geisterversteck. Wenn ein Gegner mit einem Schlaggriff besiegt wird, wird die Banneranzeige um 20% gefüllt. Okay. Unerbitterlicher Geist. Jeder Gegner, der mit einem Schlagangriff getroffen wird, erhöht den Schaden von Schlagangriffen bis zu 7%. Nehmen wir das noch. Ach so, wir haben nicht mehr. Wir haben nur noch einen. Ach, wir können nur rote Punkte vergeben. Keine Essenzpunkte. Ach, wir können nur eine Sache aktivieren. Hä? Ach so, man kann die wegnehmen und dazu tun. Das ist ja interessant. Erstattung. Aktivieren. Hä, verstehe ich nicht. Aber hier geht's noch weiter. Perfekter Wechsel. Ich verstehe nicht, wie ich den noch nutzen kann hier. Ah. Nur das Rote. Aber wir können immer nur eine Sache davon... Ah, wir können immer nur eine Sache davon benutzen. Verstehe. Kombo-Angriff. Machen wir das. Lassen wir das. Okay. So, dann können wir das Inventar noch verbessern. Erstmal dieses Amulett. Aufrüsten verfügbar. Das rüsten wir mal auf. Und dann haben wir hier noch... Das können wir noch verbessern. Das rüsten wir auch nochmal auf. Sehr gut. Und was können wir noch machen? Mehr können wir nicht machen. Dann können wir noch die Entwicklung, das haben wir gemacht, ausruhen oder schnelles Reisen. Okay. Dieser Mann hat seinen Freund umgebracht und verspeist. Ja, als ich Soldat war, habe ich viele Geschichten über Belagerungen und Kannibalismus gehört. Einige davon waren wahr. Wer lange Hunger leidet, kann Schreckliches tun. Und Jacob litt fürchterlichen Hunger. So wie du. So wie ich. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal jemandem die Schuld geben würde. Zuletzt habe ich in der Armee getötet. Und mir geschworen, nie wieder zu töten. Es ist noch nicht zu spät, uns umzuentscheiden. Vielleicht sollten wir es nochmal bedenken. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Wir haben die richtige Entscheidung gefällt. Gemeinsam. Es gibt kein Zurück mehr. Damit ich also wiederbelebt werden kann, rauben wir menschliche Essenz. Wir töten Menschen aus Eigennutz. Lebende, atmende Menschen. Wir werden keine Verbanner mehr sein. Red wird an Thea ein Eid schwören. Gemeinsam werden sie ihr Schicksal wählen. Deine Entscheidung bezüglich Abschluss wirken sich auf die Chance aus, das Versprechen zu erfüllen, das sie einander gegeben haben. Denk dran, du hast die freie Wahl, wähle eine Spukermittlung abschließt, unabhängig von dem Schwur, den du geleistet hast. Du musst aber auch bereit sein, die Konsequenz für deine Entscheidung zu tragen. Aufsteigen. Wieder Auferstehung. Das schwöre ich. Gut. Dann hätten wir das abgehakt. Danke. Ich hoffe, du bereust es nicht. Ich würde sagen, bald wir entscheiden. Werde ich mir mein Leben zurückholen. Von Fall zu Fall. Dafür werden wir den höchsten aller Preise bezahlen. Wir Verbanner mögen es Schuldzuweisung nennen, aber im Herzen wissen wir, dass wir Leben auslöschen. Wie viele? Ich weiß es nicht. Vielleicht zu viele, um sie dir aufzubürden. Ich will, dass wir wieder zusammen sind, Red. Ich will Rache an dem Ding nehmen, das mich getötet hat. Ich will leben. Das will ich auch. Von ganzem Herzen. Kein Preis ist zu hoch dafür. Ich werde es tun. Ich schwöre auf meinen Eid, meine Liebste. Ich werde dich von den Toten zurückholen. Na, mal sehen. Also wie gesagt,
Ich werde das, glaube ich, von Fall zu Fall entscheiden. Und wir müssen ja auch nicht alle töten. Es reicht ja, einen Großteil zu töten. Die Jäger aushungern. Aufgabe abgeschlossen. Leg dein Eid ab, das haben wir gemacht. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Die Waldbewohner. Okay, nächste Aufgabe. Wisst ihr schon mal Bescheid. Haut rein. Ciao.